Hallo und herzlich willkommen zu Kellys aktueller Wochenshow. Heute beschäftigen wir uns mit den Senioren. Amadeo ist der älteste Tierschutzhund der Kinta. Im Alter von nur 3 Tagen kam er vor 15 Jahren zu uns, denn er sollte im Meer ersäuft werden. Er hat sein gesamtes Leben auf der Kinta verbracht, und bis vor 6 Jahren war er unser Rudelchef. Er ist außergewöhnlich intelligent und hatte den Laden jederzeit im Griff. Gerne übergab er dann die Verantwortung an Rex, als es für ihn zu viel wurde. Dennoch ist Amadeo auch heute noch eine Autorität und wird von allen respektiert. Mit Rex ist er sehr gut befreundet. Außer einem etwas schwachen Altersherz, wofür er Medikamente bekommt, hat Amadeo keine gesundheitlichen Probleme. Amadeo ist, neben Coco, bei uns der einzige Quintaner, der ein Paket völlig alleine und ohne fremde Hilfe systematisch auspacken kann. Ein Paket auszupacken. Das kommt von meiner neuen Patentante Brigitte Niedre. Die war so lieb und hat mir ein Willkommensgeschenk praktisch gemacht. Also so als Einstand, als neue Patentante für mich. Ich freue mich total und riesig. Denn ich, alter Kerl, mit 16 Jahren dachte, ich finde gar keine Patentante mehr. Meine erste Patentante war auch klasse, aber die hat mich dann verlassen. Aus welchen Gründen auch immer. Und die Tante Brigitte hat sofort geschaltet und mich übernommen als Patenhund. Also ich habe mich riesig gefreut und werde jetzt natürlich bei dem Sonnenschein, den wir draußen haben, schnell die Gunst der Stunde nutzen und eine Runde werfen. Das muss man ja hier, weil hier jeder immer allen was abgibt, auch wenn wir das nicht immer filmen. Aber wir teilen uns alles unter uns Quintanern. Tschüss, Tante Brigitte, und alles Gute. Tschüss. Dann nehmen wir die Knusperherzen. Dann nehmen wir die Mondtaler. Die Mondtaler. Ja. Und dann nehmen wir die kleinen Sachen, und die großen kriegt der Amadeo abends dann das Essen. Eine Runde. Er hat denn hier wieder so fleißig mit dem Rechen gearbeitet. So, der Amadeo gibt eine Runde. Einstandsrunde zur neuen Patentante. Da kriegt er wieder ein Leckerchen, ne? Ja, der Poldi auch. So, das ist lecker, ne? Baby, jetzt schmeckt's immer, ne? Ihr seid ja sehr hungrig, ne? Die Kelly traut sich auch, das ist ja toll, ne? Hier schmeckt's, ne? Da freut der Amadeo sich. Den haben wir hier, die Koko. Schmeckt, ne? Da ist er. Und die Betty. Oh, und die Betty. Sagt das gut, ne? Ja. So, jetzt gibt's noch ein kleines Nachtischchen. Knusperkeks. Die kriegt ein Herzchen vom Bobble. Gib ihm noch ein Herzchen. Gib ihm noch ein Herzchen. So, ein Herzchen für das Herzchen. Kenny noch mal. Yes, ist Kenny.
Schwester. Für den Babybub. Na komm, Kinder. Lissi, komm! Nick! Komm, lecker, lecker! Komm, Mama, Leo gibt eine Runde! Yeah, komm! Nick, Nick! So, der Puppi! Die Bella! Hallo, Socke! Der Tobi! Das Umweltherzchen für Muffin, ne? So Rex, heute ist der Tag gekommen, da kriegst du deine Tröte ab. Und wenn das Wetter gut ist, dann kannst du heute Abend schon mit ins Tal. Und dann zeigst du denen mal wieder, wer der Herr der Lage ist, ne? Ja, mein guter Schatz. So mein Schatz, dann wollen wir heute mal die Fäden ziehen, ne? Und dann setzen wir dich gleich mal auf die Waage und gucken, was du zugenommen hast. Da komm. So, Platz. So. Das ist immer so eine Sache, ne? So ist das fein. So, die Oma mal gucken. So. Omi macht das schnell. Du musst jetzt mal mit deiner dicken Nase weggehen, Rex. Warte, Omi muss doch gucken, ob alle Fäden. Also wirklich. Ich weiß, es ist zum Verrücktwerden, ne? Drin. Müssen nur alle Fäden raus sein, du Dummerchen. Schöne Aussage, ne? Hm? Schatz, ich weiß. Ich brauche neue Fäden. Ja, da ist nur ein Faden, Schätzelein. Den müssen wir noch ziehen. Warte mal. Ist ja alles so glitschig. Ja, siehst du. Dann ist der Rex fertig. Das willst du auch kein Verstecken unterm Kissen. So, mein Schatz. Jetzt zieht die Omi lieber Handschuhe an, ne? Wenn er noch ein bisschen wund ist. Ist vorsichtig die Mutter der Porzellankiste. Oder die Omi der Quintana, ne? Siehst du, mein Schatz. Ganz toll gemacht. Ganz tapfer. Und jetzt musst du nicht mehr traurig sein. Heute Abend gehst du mit ins Tal. Hm? Wird alles gut. So. So Rex, dann wollen wir mal gucken, was du zugenommen hast in der einen Woche, wo du hier gewohnt hast. Machen wir schon nichts. Rex hatte seine OP ja gut überstanden, wie man in der letzten Wochenshow sehen konnte. Dennoch hat ihn das Ganze sehr viel Kraft gekostet. Denn er ist ja jetzt mit rund 12 Jahren auch schon ein älterer Herr. Momentan ist sein Appetit auch sehr mäßig und er hat in einer Woche trotz Spezialfutter nur 400 Gramm zugenommen. Mental ist Rex immer noch sehr stark und auch Winnie traut sich da nichts. Irgendwann wird Winnie den Clan übernehmen, aber wann das sein wird, bestimmt Rex ganz alleine. Der Aufstieg kostet Rex noch sehr viel Mühe.
Rex wird von allen geliebt, respektiert und geachtet. Hallo Barbie. Ja, guten Morgen, alte Schlafmütze. Heute ist Tag der Wurmkur, ne? Ah, ja, ja. Ja, ja, Moment. So lecker, ne? Brave Barbie, fein gemacht. Feine Barbie. Wurmkur für alle Katzen. Auch das muss regelmäßig sein. Schmeckt aber auch so lecker. Das ist der Gizmo, den hat die Sarah mit der Flasche losgezogen. Schwerbehindert und hochschwanger liegt Paula in einem Erdloch. Sie hatte eigentlich schon ein Zuhause, doch nach 4 Wochen wurde sie wieder in das Erdloch zurückgesetzt. Wir nehmen Paula auf und geben ihr und ihren Babys ein sicheres Zuhause und alle notwendige medizinische Hilfe. Und nun wünscht euch die kleine Chantala eine super Woche. Und wenn das Wetter mal nichts taugt, macht einfach die Augen zu. Tschüss!